Frau Dr. Liedtke, wir sind hier beim ASCO 2017 in Chicago und es gab eine Sitzung zum metastasierten HER2-neu-positiven Brustkrebs. Mhm. Was wurde da gezeigt? Gab es irgendwelche besonderen Neuigkeiten und ändert sich irgendwas in der täglichen Praxis? Also ich muss sagen, von den Sessions, die jetzt auf dem ASCO gezeigt worden sind oder von den Bereichen, die auf dem ASCO diskutiert werden, ist das HER2-positive Mammakarzinom das, was in diesem Jahr vielleicht zumindest die wenigsten Neuheiten gebracht hat. Da gibt es sicherlich im Moment Bereiche, in denen sich sehr viele Änderungen ergeben, Hormonrezeptor-positiv oder auch Triple-negativ mit neuen Substanzen. Beim HER2-positiven Mammakarzinom haben wir in den letzten Jahren ja sehr viel erreicht und ich glaube, so das, was man vielleicht sagen kann jetzt vom ASCO 2017, ist, dass sich das in gewisser Weise so ein bisschen konsolidiert hat. Wir haben Daten gesehen zum Einsatz von Neratinib, das ist auch eine der HER2-zielgerichteten Substanzen, die speziell bei Patienten mit Hirnmetastasen eingesetzt worden ist und gute Ansprechraten gezeigt hat. Die Substanz ist bis dato in Deutschland nicht zugelassen, zeigt aber letztlich doch, dass da eine gewisse Wirksamkeit zu erwarten ist und ist vor allem auch interessant, weil es eben tatsächlich eine Studie gewesen ist von wenigen, die auch Hirnmetastasen im Fokus gehabt hat. Ja, das heißt, die Studie hat sicherlich einen sehr hohen wissenschaftlichen Wert, aber das ist jetzt nichts, was so in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich Eingang in die Klinik finden wird. Können Sie vielleicht kurz erwähnen, was die Nebenwirkungen der Therapie sind? Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist tatsächlich einer der Punkte bei diesem Medikament. Das Neratinib ist ähnlich wie das Lapatinib, also auch ein sogenanntes Small Molecule und zeichnet sich aber aus durch eine sehr hohe Diarrhö, also Durchfallrate, die dazu führt, dass in vielen Studien auch tatsächlich Medikamente zur Behandlung von Diarrhö schon von vornherein prophylaktisch eingesetzt werden müssen, um überhaupt dazu zu führen, dass Patienten das Medikament nehmen können. Und ich glaube sozusagen, das wird auch ein Punkt sein, weshalb das Medikament möglicherweise auch Schwierigkeiten haben wird, überhaupt in der Klinik dann auch Fuß zu fassen. Ja. Ich denke trotzdem, was diese Session gezeigt hat, ist, dass der Fokus auf, also dass Hirnmetastasen nicht aus dem Fokus geraten dürfen, dass sie sicherlich in Studien aus vielen Gründen unterpräsentiert worden sind bis dato. Das ist auch in der Diskussion sehr ausführlich diskutiert worden und es zeigt doch, dass einfach da auch ein gewisser Fokus gesetzt werden muss. Ja. Was kam denn an anderen Daten noch? Genau, also das andere war so ein bisschen die Frage, die wir uns in der Klinik immer wieder stellen, ist die Diskussion, ob eine HER2-zielgerichtete Therapie auch mit endokriner Therapie gut funktioniert. Da ist die Alternative-Studie vorgestellt worden und letztlich zeigt es eben, dass es mit einer endokrinen Therapie tatsächlich eben auch funktioniert. Aber sozusagen trotzdem gehen wir davon aus, dass eine gewisse Form der Chemotherapie zu Beginn der endokrinen Therapie notwendig ist, um die volle Wirkung der HER2-zielgerichteten Therapie zu erreichen. Und da ist diese Studie eben wieder ein Bausteinchen in der Kaskade hin, dass man endokrine Therapie mit Antikörpern sicherlich kombinieren sollte, aber dass offensichtlich doch vorher der Einsatz einer Chemotherapie notwendig ist. Aber das ist jetzt in der metastasierten Situation. In der metastasierten Situation, ganz genau. Genau. Gibt es da spezielle Chemotherapie-Schemata, die da angewandt werden sollten? Oder ist das relativ offen? Ja, also die Medikamente, die da diskutiert worden sind, waren ja die beiden Antikörper, Trastuzumab und Pertuzumab. Da ist in Deutschland sicherlich auf der einen Seite darauf hinzuweisen, dass wir einen Zulassungstext haben, der uns eben an eine Chemotherapie prinzipiell bindet. Es ist aber so, dass wir das zum Beispiel auch von Seiten der AGO-Empfehlungen mittlerweile ein bisschen freigestellt haben, dass man eben nicht zwingend das zugelassene Medikament, sprich das Docetaxel, einsetzen muss, sondern mittlerweile eigentlich sagen, das sollte ein Taxan enthalten sein. Viele Kliniken, so auch wir zum Beispiel in unserer Klinik, setzen da gerne das Paclitaxel ein und das sollte man sicherlich dann beachten. Gab es ansonsten noch in dieser Session vom HER2-neu metastasierten Brustkrebs irgendwelche Neuigkeiten? Ja, also konkret waren es 3 Studien, 2 habe ich jetzt schon angesprochen. Die 3. Studie, das war letztlich nochmal eine verlängerte Nachbeobachtung der sogenannten Marianne-Studie, die letztlich verglichen hat das Medikament TDM1, das ist das Antikörper-Chemotherapie-Konjugat zur Therapie des HER2-positiven Mammakarzinoms, mit einer Chemotherapie in Kombination mit Herceptin alleine. Die Studie hat im Endeffekt nicht zeigen können, dass das TDM1 dieser Chemotherapie plus Antikörpertherapie überlegen ist. Ja. Das war letztlich das Ziel, auf das man die Studie letztlich hat ausgerichtet wollen. Die Daten sind aber sind bekannt gewesen und sind jetzt einfach nochmal in einem längeren Follow-up, also in einer längeren Nachbeobachtungszeit untersucht worden. Und es zeigt letztlich, dass ich glaube, die Sequenz, die wir im Moment haben in der Therapie des HER2-zielgerichteten Mammakarzinoms, auch so leider bestehen bleibt. Im Moment ist es ja so, dass wir eigentlich sagen, in der ersten Linie wird die duale Blockade in Kombination mit Chemotherapie verwendet, wie gesagt, Docetaxel oder Paclitaxel. Und in der zweiten Linie das TDM1.
Ich glaube, meine Quintessenz ist, es war sozusagen, bevor wir zum ASCO gefahren sind, der Standard. Und ich glaube, dieser Standard hat sich auch jetzt durch den ASCO momentan sich nicht geändert. Vielen herzlichen Dank.